Hallo liebe Aktienfreunde, heute gibt es mal wieder ein Basics-Video. Ihr seht es schon, im Prinzip ist das ein relativ einfaches Thema. Es ist nicht wirklich kompliziert, aber trotzdem enorm wichtig. Und genau deshalb würde ich an deiner Stelle auch bis zum Ende dranbleiben, auch wenn du dich vielleicht schon länger mit Aktien und der Thematik beschäftigst. Ich denke, diese Basics kann man nicht oft genug wiederholen und sie sind immer wieder faszinierend und man kann auch einiges daraus lernen, wie man am schnellsten vorankommt bei seinem persönlichen Vermögensaufbau. Das Ganze ist aber natürlich wie immer keine Anlageberatung oder Empfehlung. Mein Name ist natürlich immer noch Stefan, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich mache hier schon seit einiger Zeit Videos zum Thema Aktien und Vermögensaufbau und investiere mein Geld schon selbst seit dem Jahr 2014 jeden Monat in Aktien und habe mittlerweile auch schon ein ordentliches Depot aufgebaut. Wenn du dir das auch anschauen willst, dann schau gerne auf meinem Kanal vorbei und abonniere diesen auch. Aber heute geht es generell mal um das Thema Aktien und ihr seht hier im Hintergrund schon eine Formel, die ich mal hingeschrieben habe. Vermögenszuwachs ist gleich Investment, also die klassische Sparrate so genannt, plus Rendite, in Klammer Kursgewinne oder eben auch Dividenden, wenn man diese reinvestiert. Das scheint jetzt erstmal relativ banal zu sein, aber ist trotzdem enorm wichtig für das weitere Verständnis dieses Videos und deshalb möchte ich dich bitten, dir einfach diese Formel mal zu merken und dann schauen wir uns diese am Ende nochmal an. Wer meinem Kanal schon seit Anfang an folgt, der weiß, dass ich natürlich Zahlen liebe und auch gerne mal mit diesen etwas rumspiele. Und deswegen habe ich euch hier mal so eine Art Tabelle gebastelt, die jetzt vielleicht erstmal relativ unübersichtlich aussieht, beziehungsweise ziemlich viele Zahlen auf einem Haufen. Aber wir wollen dies jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen und dann wollen wir einfach mal ein paar Schlüsse daraus ziehen. Also was habe ich hier genau gemacht? Ganz links seht ihr immer einen Startwert, also einen Depotwert. Dieser kann zum Beispiel sein 1 Euro, 1.000, 10.000, 100.000 und so weiter bis sogar 10 Millionen Euro. Eine Spalte weiter rechts seht ihr dann den Zielwert, also 1.000 Euro, 10.000, 100.000 und so weiter. Und daneben eben die Veränderung in Prozent, aber eben auch in Euro. Und was wir hier schon sehen, ist in der ersten Zeile natürlich relativ spannend. Um von 1 Euro Depotwert auf 1.000 Euro Depotwert zu kommen, braucht man einen Zuwachs von 99.900%. Das ist natürlich erstmal enorm, aber wenn man sich die Summe in Euro anschaut, also in absoluten Zahlen, dann ist das eben nur ein Zuwachs von 999 Euro und den sollte jeder von uns eigentlich relativ schnell hinbekommen. An dieser Stelle können wir auch nochmal an die Formel denken, also Vermögenszuwachs ist Sparrate plus eben diese Kursperformance. Und wenn wir uns das hier mal anschauen und einer dieser Faktoren auf 0 setzen, zum Beispiel die Sparrate, dann wäre es natürlich fast unmöglich, von 1 Euro auf 1.000 Euro zu kommen, denn man müsste mit seinem Depot eine Performance von über 99.000% erzielen. Wenn wir aber den anderen Faktor auf 0 stellen, zum Beispiel die Performance und nur die Sparrate nehmen, dann würde es den meisten wahrscheinlich relativ schnell gelingen, 999 Euro aufzutreiben und diese ins Depot zu investieren. Das heißt, am Anfang hat die Sparrate eben noch einen riesen Einfluss auf die ganze Sache. Später wird sich das aber ändern, wie wir noch sehen werden. Interessant wird es auch, wenn wir uns die nächsten beiden Zeilen anschauen, nämlich einmal der Startwert 1.000 Euro auf einen Zielwert von 10.000 Euro und den Startwert 10.000 Euro auf einen Zielwert von 100.000 Euro, denn beides entspricht einer prozentualen Veränderung von 900% bzw. eben einer Verzehnfachung. Aber die Veränderungen in Euro sind natürlich einmal 9.000 Euro und einmal 90.000 Euro. In den Zeilen darunter wird das Ganze noch etwas deutlicher sichtbar. Von 100.000 Euro auf 200.000 Euro ist auch wieder ein Zuwachs von 100% und eine absolute Veränderung von 100.000 Euro. Von 250.000 auf 500.000 ist ebenso ein Zuwachs von 100%, aber eben in absoluten Zahlen schon 250.000 Euro. Auch in den nächsten Zeilen sehen wir das wieder, von 500.000 auf 750.000 sind 50%, in Summe 250.000 Euro. Von 1 Million auf 1,5 Millionen sind auch 50%, aber eben schon 500.000 Euro. Auf der einen Seite könnte man sich jetzt natürlich denken, na gut, das ist vielleicht Mathematik aus der 6. Klasse oder so, das ist jetzt nicht wirklich weltbewegend und nicht wirklich spannend, aber irgendwie ist es dann eben doch spannend, denn was können wir denn als Investoren daraus ziehen oder als Leute, die eben Vermögen aufbauen wollen? Und das ist eben einfach die Tatsache, dass es umso einfacher wird, je mehr Vermögen man schon hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja ziemlich unfair eigentlich und einfach in die Ecke gehen und heulen, aber das ist natürlich nicht unser Anspruch, denn was leiten wir jetzt daraus ab? Nun ja, du solltest einfach so schnell wie möglich schauen, dass du so viel wie möglich Kapital aufbaust. Und das geht am Anfang eben am besten durch deine Sparrate und dadurch, dass du eben einfach schaust, dass du viel Geld verdienst und dieses dann direkt investierst. Und wenn du mal diese kritische Masse zusammen hast von hier ein paar hunderttausend Euro oder sogar einer Million Euro, dann geht das Ganze eben wie von selbst
Und im Prinzip ist es dann keine Kunst mehr, meiner Meinung nach, das Vermögen auch zu erhalten. Das sehen wir zum Beispiel auch in der letzten Zeile. Wenn man einen Depotwert hat von 10 Millionen Euro und eine Rendite von 10% erzielt, dann hat man ja schon einen Zuwachs von 1 Million Euro. Und 10% kann in normalen Börsenjahren tatsächlich einfach mal eine Jahresrendite sein. Und dann hast du 1 Million Euro gemacht in einem Jahr, ohne etwas zu tun. Und am Anfang müsstest du für 1 Million Euro erstmal viele Jahrzehnte wahrscheinlich sparen. Das sehen wir dann eben auch nochmal, wenn wir uns die Zeile weiter oben anschauen, von 100 auf 200.000 Euro. Hier brauchen wir eben ein prozentuales Plus von 100%, um diese 100.000 zu erzielen. Und später dann eben nur noch ein Plus von 10%, um 1 Million zu erzielen. Also es ist quasi 100 Mal einfacher später. Bevor jetzt wieder Kommentare kommen, dass das mit den 10 Millionen Euro natürlich völlig unrealistisch ist, ja, da gebe ich euch sogar direkt recht, das wird für die meisten relativ unrealistisch sein, auch für mich wahrscheinlich, aber es ging mir nur darum, diesen Effekt hier zu verdeutlichen und das sieht man eben am besten, wenn man auch solche Extreme dazu packt, wie zum Beispiel von 1 Euro auf 1000 Euro oder eben von 10 Millionen auf 11 Millionen. Das soll einfach nochmal stärker verdeutlichen, wie dieser Effekt ist, aber der gilt natürlich auch insgesamt für diese anderen Summen und ich habe das nur gewählt, um eben nochmal deutlicher zu zeigen, wie wichtig es einfach ist, einen großen Kapitalstock aufzubauen. Und das ist eben auch mein Hauptlearning aus diesem Video hier. Dein oberstes Ziel sollte es am Anfang sein, so schnell wie möglich einen möglichst hohen Kapitalstock aufzubauen. Natürlich so, wie es innerhalb deines Rahmens möglich ist. Auf jeden Fall solltest du dich am Anfang darauf konzentrieren, wirklich jeden Cent einfach in Aktien zu buttern, wenn du eben davon überzeugt bist. Natürlich, wie gesagt, das Ganze ist keine Anlageempfehlung. Ich habe das am Anfang auf jeden Fall so gemacht und mein Ziel war es immer so in den Bereich von 300.000 bis 400.000 Euro auf jeden Fall mal zu kommen, weil es ab da natürlich schon anfängt, wirklich Spaß zu machen. Wenn du da 10% erzielst, dann hast du eben mal 30.000 oder 40.000 Euro zusätzlich nochmal im Jahr. Natürlich, mehr ist immer besser, aber man muss auch realistisch bleiben und auch ein bisschen leben können noch. Also man muss das eben auf sich selbst anpassen. Aber wie gesagt, man muss einfach schauen, dass man so schnell wie möglich möglichst viel Kapital anhäuft und dieses auch investiert. Wenn wir uns jetzt nochmal die Formel von Anfang des Videos anschauen, dann denke ich, kann man insgesamt auch sagen, dass es sozusagen zwei Phasen gibt in dieser ganzen Vermögensaufbauphase. Nämlich die erste Phase, wo die Sparrate eben noch wirklich einen nennenswerten Einfluss hat und du damit einfach am meisten reißen kannst. Und dann irgendwann ändert sich das aber. Dann ist diese Phase 2 eben gekommen, wo wirklich die Rendite der entscheidende Treiber ist. Denn wenn du jetzt zum Beispiel mal angenommen 10 Millionen wirklich in deinem Depot hast, einfach geerbt zum Beispiel auf einen Schlag 10 Millionen und du erzielst da jetzt 10% drauf Rendite, dann sind das wie vorhin gesehen 1 Million Euro. Wenn du aber einen normalen Durchschnittsjob hast, dann wirst du damit wohl kaum annähernd so viel sparen können innerhalb eines Jahres oder auch innerhalb von 10 Jahren nicht. Und deswegen gilt es eben hier auch diese zwei Phasen zu beachten. Und wirklich am Anfang einfach die Priorität darauf zu setzen, einfach viel zu investieren und viel reinzugeben und einfach viel zu verdienen auch. Und später wird natürlich dann umso wichtiger einfach, dass man auch ordentliche Renditen damit erzielt. Und das Schöne ist, man kann dann ja auch irgendwann etwas langsamer machen und einfach nicht mehr so viel investieren. Aber bis man diesen Zeitpunkt erreicht hat, dauert es eben erstmal einige Jahre. Ich hoffe, dieses Grundlagenvideo hat euch dieses Mal gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gebt dem Video gerne noch einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal hier. Mir macht es immer wieder Spaß, solche Rechnungen durchzuführen, auch wenn ich die Prinzipien natürlich schon seit vielen Jahren kenne und auch verinnerlicht habe. Aber ich denke, gerade für viele neue Aktionäre oder Leute, die erst noch beginnen mit dem Investieren, ist es wichtig, einfach auch solche Grundlagen immer wieder mal wieder zu hören und auch wirklich zu verstehen. Denn für mich ist das auch eine enorme Motivation. Viele schrecken diese Zahlen vielleicht ab, wenn sie sehen, oh, man braucht irgendwie so und so viel 100.000, damit man dann irgendwie mal richtig Gas geben kann. Aber ich finde das eher als Motivation. Und wie gesagt, am Ende muss man natürlich das sowieso immer an sein eigenes Leben anpassen und an die Zahlen, die man selber hat. Aber ich finde das schon wirklich motivierend, einfach zu sehen, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommen wird, ab dem das Depot quasi von selbst läuft und mehr verdienen kann, als du dazu beisteuern kannst. Und das ist für mich schon seit vielen Jahren die Motivation, weshalb ich das Ganze mache. Und ich finde es einfach immer wieder spannend, sowas anzuschauen. Das war's von mir also für dieses Video hier. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.